Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, immer noch Kieler Woche und wieder auf dem Weg zur Arbeit bei Superwetter. Ja, also alles wie gehabt. Nur hoffentlich ohne Stau, weil wir fahren außen rum. Da vorne fährt noch ein anderer Motorradfahrer. Der hat mich eben an der Ampel schon so von der Seite angeguckt. Ob es an den Kameras liegt oder ob er mich erkannt hat, weiß ich nicht. Nein, das soll heute nicht das Thema sein, sondern es soll heute um Träume gehen. Und zwar nicht die Träume, die man so mit seiner Zukunft verbindet, sondern... sondern es soll um den kranken Scheiß gehen, den man sich so nachts zusammen träumt. Und zwar hatte ich heute Nacht einen von diesen gestörten Träumen. Ich meine, man sagt ja, dass man in Träumen seinen Alltag verarbeitet. Ich weiß allerdings nicht, was dieser Traum von heute Nacht mit meinem Alltag zu tun haben soll. Weil die Starbesetzung dieses Traums war schon etwas kurios. Mit dabei war nämlich mein Bro Crazy Hornet, ein Azubi von mir, von der Arbeit, und HP Baxter, Frontmann von Scooter. Alter. Ja, und ja, von diesem Traum wollte ich euch jetzt heute erzählen und ja, der hat sich wie folgt abgespielt. Und zwar wollte ich irgendwie, ich glaube, mein Fahrrad aus dem Keller holen, warum auch immer, ich bin Fahrradfahrer, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann bei mir im Keller, im Kellergang, HP Baxter getroffen. Warum auch immer, es stellte sich dann heraus, dass er ja schon seit einigen Jahren mein Nachbar ist. Da haben wir so Smalltalk gemacht. Und ja, dann habe ich ihm halt so ein bisschen von der YouTube-Geschichte erzählt und dass wir ab und zu mal streamen. Und dann stellte sich dann auch heraus, HP hat Bock mit uns zusammen abends den Stream zu machen. Aber er meinte dann, ja, wir brauchen ja auch ein bisschen was zu essen und was zu knabbern. Lass uns doch noch mal schnell einkaufen fahren. So, Crazy Hornet war komischerweise auch da und nicht in Hittfeld. So habe ich ihn dann halt gefragt, ob er nicht kurz Bock hat, mit HP Baxter und mir einkaufen zu fahren. Ja, Crazy Hornet ist dann bei HP Baxter mit ins Auto gestiegen und ich bin, warum auch immer, es war ein Traum, ich bin mit dem Fahrrad dann hinterher gefahren. Beim Supermarkt angekommen, komme ich um die Ecke mit meinem Fahrrad, liegt da mein schönes Motorrad auf dem Parkplatz auf der Seite und ja, war da einfach umgekippt. Ja, ich bin dann hin, hab's aufgehoben, hab dann erstmal so eine kleine Schadensanalyse gemacht. Ja, obwohl sie auf die linke Seite gekippt war, wahrscheinlich weil der Ständer weggerutscht war, warum auch immer, war der rechte Griff verbogen. Der war so zum Tankrand gebogen. Und ja, ich weiß nicht, ob es das Lenkkopflager war, jedenfalls war das so ausgeschlagen, dass obwohl du den Lenker festgehalten hast, dass sich das Vorderrad trotzdem bewegt hat nach links und rechts. Ja, Verkleidung war komischerweise nicht kaputt, nur leicht angeschrammt. Und die habe ich dann noch auf dem Parkplatz wieder rangeschraubt. Du musst dir überlegen, was für eine Scheiße ich träume. Bin dann zu HP Baxter an sein Renault Twingo gegangen. Ja, HP Baxter fährt Renault Twingo in meinen Träumen. Und hab dann erstmal eine Runde
geheult, als ich das erzählt habe, dass mein Motorrad umgekippt ist und kaputt ist. Und dass ich das jetzt nach Hause schieben muss und ob HP Baxter dann mein Fahrrad mitnehmen könnte in seinem Renault Twingo. Oh, ich kann nicht mehr, Alter, das ist so bescheuert. Na, jedenfalls war HP Baxter super lieb und nett und hat dann auch mein Fahrrad mitgenommen. Plötzlich war dann auch mein Azubi da, der mir dann helfen wollte, mein Moped nach Hause zu schieben. Ich habe mir dann noch kurz meine Motorradstiefel angezogen, die ich dann plötzlich bei mir hatte. Ja, ist ein Traum, da ist das halt so. Warum auch immer ich dann extra fürs Motorradschieben Motorradstiefel anziehe, wahrscheinlich Safety First. Naja, jedenfalls hat das ein bisschen gedauert, bis ich die Stiefel anhatte. Drehe mich um, ist mein Motorrad weg. Und mein Azubi auch. Ach ja, einen Platten hatte das Motorrad übrigens auch noch. Das hat mein Bruder später noch erwähnt am Telefon. Fällt mir jetzt gerade ein. Also, mein Motorrad weg. Ich da wie wild am Parkplatz rumgucken nach meinem Azubi und meinem Motorrad. Ja, beide weg. Ich natürlich voll Panik geschoben. Ja, mich auf den Fußweg nach Hause gemacht. Währenddessen mein Bruder angerufen, wieder am Telefon rumgeheult, dass mein Motorrad weg ist und mein Azubi. Und er meinte, naja, gefahren sein kann er ja nicht. Der Reifen war ja halt platt. Ich sage, naja, der war ja nicht nur der Reifen platt, sondern du konntest ja halt auch gar nicht mehr richtig lenken, ne? Weil das Rad ja da gemacht hat, was es wollte. Naja, jedenfalls meinte er dann, ja, ich sollte mal jetzt nach Hause kommen. Ja, habe mich dann auf den Weg nach Hause begeben. Und ja, sehe dann mit einmal weiter hinten in der Straße meinen Azubi. Und als der Azubi mich dann gesehen hat, ist er dann weggerannt. Und ich wollte noch versucht, hinterher zu rennen. Aber mit Motorradstiefeln lässt sich das natürlich nicht so einfach rennen. Ne? Sind ja keine Turnschuhe. Und dann war der Traum auch zu Ende. Da bin ich aufgewacht. Und hab mir da gleich gedacht, alter Schwede, was zur Hölle träumst du da? Ich meine, vielleicht versteht ja einer was von Traumdeutung und kann mir da diesen Traum deuten. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, ja, ich habe in letzter Zeit oder gestern auch überhaupt nicht über HP Baxter nachgedacht oder Scooter oder sowas. Also keine Ahnung, was der in meinem Traum macht. Ja, mit meinem Azubi habe ich gestern zusammengearbeitet. Und ja, ich habe ein Video mit meinem Bruder zusammengeschnitten. Also, ja, die letzten? Nee. Ja, die letzten Dual-Vlog. Daher könnte das erklären, warum mein Bruder dabei war. Aber, ja, HP Baxter kann ich mir überhaupt nicht erklären. Und warum mein Moped da auf dem Parkplatz auf der Seite liegt und warum ich Fahrrad fahre, kann ich mir auch nicht erklären. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, ich träume verdammt selten. Und meistens, wenn ich dann irgendwas geträumt habe, kann ich mich dann nächsten Tag auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß zwar, dass ich was geträumt habe, aber nicht mehr war es. Aber an diesen Traum konnte ich mich sofort wieder erinnern. Der war einfach zu kacke. So was Bescheuertes. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn schon so für abgefahrene Träume hattet. Ob ihr denn auch schon von HP Baxter geträumt habt. Ja, und wie gesagt, wenn jemand Ahnung von Traumdeutung hat, ja, gerne könnt ihr das in die Kommentare hauen und mir erzählen, was dieser Traum jetzt zu bedeuten hat. Ja, und dann würde ich mal sagen, like das Video, teilt das Video und abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil ich habe nämlich gesehen in Analytics, dass über die Hälfte meiner Zuschauer mich noch gar nicht abonniert haben. Schämt euch! Also, jetzt auch schnell abonnieren. Ah, oh, schön die Eier gestoßen hier. Naja, und dann würde ich mal sagen, was machen die denn da, Alter? Die pusten ihren LKW ab. Wow, das war mal rutschig. Ja, dann würde ich mal sagen, haut rein, grüßt die Enten und tschüssi!